Diese ständigen Fragen zu Bond. Ich hab's einfach satt. Umjubelt, umschwärmt und ja, völlig uneitel. Interviews langweilen mich, da fängt fast jeder Satz mit Ich an. Das ist die Manieren eines Tietenbocks, Sie Trottel! Connery, der Gentleman. Oh ja, aber kein Englischer. Ach, Sie meinen Irland. Schottland, Herr Gott, nochmal. Geradlinig, ironisch und viel mehr als nur Bond. Sir Sean Connery, zum Ritter geschlagen, Oscar-Preisträger, eine lebende Legende und Schotte. We begin here. It's Oktober 65. Die neunte Werft in Glasgow ist pleite. Connery solidarisiert sich mit Werftarbeitern in seiner Heimat. 3 Monate vorher Connery der Superstar bei den Filmfestspielen in Cannes. Ein Idol. Die Queen kommt zu seinen Premieren. Presse und Fans belagern den Bond-Darsteller und Traummann. Deutsche Vita und Weltruhm. And there are others. Henderson. Connerys 2 Welten. Seine Dokumentation über die Leiden schottischer Arbeiter ist seine einzige Regiearbeit. The Bowler and the Bonnet. Melone und Mütze. Daran hängt sein Herz. Der Bond-Ruhm hingegen lästig. Als James Bond ist er zu dem geworden, was er ist. Aber so etwas ist eine zweischneidige Sache. Man gibt etwas von sich selbst an die Rolle ab. Denn wo immer er auftauchte, hieß es, James Bond ist da. Ich hab's erlebt, 1000-fach. Niemand sagte, Sean Connery. Wenn ich mich um all die Idioten kümmern würde, würde ich verrückt werden. Ich bewundere Ihr Glück, Mr. Bond. James Bond. Klar, als Bond besiegte er jeden Gegner und verführte jede Frau. Allmählich gefallen Sie mir, Mr. Bond. Oh, sag doch James zu mir. Besser als irgendjemand, den ich bis jetzt getroffen habe. James. Er spielte ihn so elegant wie rücksichtslos und wurde damit zur Pop-Ikone. Erwarten Sie von mir, dass ich rede? Nein, Mr. Bond. Ich erwarte von Ihnen, dass Sie sterben. I don't think I can. Zu Bond gibt es nichts Sinnvolles mehr zu sagen. Das Publikum hat seine eigenen Fantasien. Sollen Sie doch. Ich will Ihre Wunschträume nicht stören. Das Bild von Bond ist so übergroß, dass der durchaus sensible und charmante Mensch dahinter oft übersehen wurde. Edinburgh, Schottland. Hier kommt er her. Hier erhielt er die für ihn wertvollste Auszeichnung: Ehrenbürger. Tonight we have Connery of Edinburgh. 1991 ist das. With the exception of Lassie. Er ist neben Lassie der einzige Filmstar, dem der Erfolg nie zu Kopf gestiegen ist. Er ist der einzige, den ich kenne, der wirklich in großer Armut aufwuchs. Schulbesuch in Edinburgh. Im nahen ehemaligen Armenviertel Fountain Bridge wurde er 1930 geboren. Er steht zu seiner Herkunft. In unserem Viertel musste man früh Geld verdienen. Deshalb wollte meine Mutter, dass ich einen handfesten Beruf erlerne.
aber sie hat mir nie reingeredet. Erst im Rückblick erkennt man, was man alles nicht hatte. Aber das lässt sich dann halt nicht mehr ändern. In Fountain Bridge hatten wir noch Gaslicht. Wir lebten zu viert in einem Zimmer. Einige Familien dort waren sogar zu neunt. Keine Ahnung, wie die das schafften. Mit 13 verlässt Connery die Schule und arbeitet als Milchausträger, später als LKW-Fahrer und Möbelpolierer. Er geht 2 Jahre zur Navy und wird schließlich Bodybuilder. Posiert auch für Kunststudenten als Aktmodell. Like 1953 schließt er sich als Chorsänger einer Theatergruppe an, in der er auch seinen lebenslangen Freund Michael Caine kennenlernt. On the first Saturday night that he was in the South Pacific, there was a party. Er war gerade neu bei der South Pacific Show. Ich war insgeheim ganz froh, jemanden gefunden zu haben, der auch wie ein Arbeiter sprach. Und ich glaube, auch er genoss das Gespräch mit mir, mehr als das hochgestochene Palaver im Saal. Es war ein Abenteuer. Ich bekam 14 Pfund die Woche. Der Chef sagte zu mir, überleg mal, ernsthaft Schauspieler zu werden. Erste Nebenrollen. What's wrong, Bill? This door, it ain't all steel. There's another metal behind here. Eine Gesangsrolle bei Disney. She is my dear, my darling one, my smiling and big island one. Underneath the mango tree, my honey and me. Wer singt da? Und dann James Bond jagt Dr. No. Suchen Sie Muscheln? Nein, hübsche Mädchen. Bleiben Sie, wo Sie sind. Damit beginnt 1962 die erfolgreichste Filmserie aller Zeiten. Connery war wegen seines starken schottischen Akzents und noch fehlender Kultiviertheit nur zweite Wahl für die Rolle, setzte sich aber mit seiner Selbstsicherheit durch. Heute gilt er als der beste Bond, Inbegriff von stilsicherer Weltgewandtheit. Aber der Bond-Rummel beeinträchtigt schnell sein Privatleben, die Ehe mit Diane Cilento, die er 1962 geheiratet hatte. Nirgendwo ist man mehr allein. Überall lauern sie einem auf. Ich mag nun mal nicht andauernd angestarrt werden. Die Ehe zerbricht. Neben Bond spielte er in dieser Zeit auch in anderen Filmen, etwa in Hitchcocks Marnie. Gelobt, aber kein Kassenhit. Was ist? Halten Sie den Mund. Selbst Brigitte Bardot und gute Kritiken ändern nichts am mangelnden Erfolg dieser Filme. Das Publikum will ihn immer nur als Bond. Aber den hat er nach 6 Filmen satt. Connery sucht Rollen mit Tiefe. An den Nagel gehängt hat er die allglatte Bondhaut und damit aufgegeben Bonds permanenten Kampf gegen Gelbe, Schwarze und den Kommunismus. Richtige Männer kämpfen mit dem Säbel und sehen einander in die Augen. Sein Toupet von einst ruht vermutlich im Schminkraum eines Filmstudios. Endgültig ausgestiegen ist er aus dem Spionagegeschäft. Gold, Gewehre, den Kopf des Paschas in einem Korb voll Melonen. Egal wie gut ein Film war, die Leute warteten immer nur auf einen neuen Bond. Das war enorm frustrierend. Mit seiner letzten millionenschweren Bond-Gage gründete er damals eine Stiftung, um die Ausbildung talentierter Schotten zu fördern. Seinen Namen trägt die Stiftung nicht. Für Connery, ganz Gentleman mit britischem Understatement, ist es einfach nur Patriotismus. 1975 heiratete er seine zweite Frau, mit der er nach Marbella zieht. Micheline Roquebrune ist Malerin und bringt 3 Kinder mit in die Ehe. Die Frauen sind verrückt nach ihm und die Journalisten fragen mich oft, wie schaffen sie es, so einen Mann zu halten?
Ich sage dann, ich bin wohl unwiderstehlich. Unwiderstehlich. Das war dann doch auch die Bond-Rolle. An Ihrem Körper sind genug Narben für ein ganzes Regiment. Es könnte hinkommen, aber ich bin auch recht gut beieinander. Das zu beurteilen ist unsere Sache, Mr. Bond. Ich finde, er ist so ein Muster an Männlichkeit. Maleness. Wenn Sie wüssten, wie gut das tut. Ja, in der Tat. Mit Sag niemals nie war Connery zurück auf dem großen Parkett. Voller Selbstironie. Die 80er waren sein Jahrzehnt. Ob in seiner schottischen Heimat in Highlander oder als mittelalterlicher Detektiv in Der Name der Rose. Er wird doch nicht mit der Zunge geschrieben haben. Ein Oscar für Die Unbestechlichen. Wenn Sie jetzt durch diese Tür gehen, haben Sie gewaltigen Ärger am Hals. Ja, ist klar. Gut, geben Sie mir die Axt. Und unvergessen als Indiana Jones, Senior. Die wollen uns wohl umbringen, ich weiß, oder wie? Vater! Das ist eine neue Erfahrung für mich. Das passiert mir andauernd. Er wird sogar zum Sexiest Man Alive gewählt. Mit 59, trotz Glatze. Sie können darüber lachen, aber fragen Sie mal Ihren Kameramann. Der kennt diese Haarprobleme. Ich verliere wohl meinen Sexappeal. Selbstironie und ungebrochener Patriotismus für Schottland. Connery hat seine Rolle gefunden. Let me tell you that I love you. That I think about you all the time. Er wirbt für die schottische Unabhängigkeit, unterstützt die linksliberale Nationalpartei. Ich glaube, in Schottland gibt es nicht genügend Feuer für die eigene Freiheit. Fire about their freedom. Filmisch zeigt er immer mehr Gefühl und Charakter, wie 2001 in seiner wohl stärksten Rolle. Er spielt in Forrester einen zurückgezogenen Schriftsteller, der Mentor eines talentierten Underdogs wird. Warum hast du mich hierher gebracht? Weil Sie heute Geburtstag haben, Mann. Ein Herzensprojekt des Literaturliebhabers und Förderers. Gedacht, trotz all der Spiele. Sein Schauspiel, so intensiv wie lässig. Ich dachte, es würde alles beim Alten bleiben, wenn er zurückkommt, aber er redete ein bisschen weniger und trank ein bisschen mehr. Gelassenheit kommt mit dem Alter. Sein letzter Film, ganz passend, Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen. Ein toller Empfang. Gott, ich hasse es, alt zu werden. Ich hab ihn! Seine letzte Filmszene. Möge dieses neue Jahrhundert das deine sein, Sohn. So wie das alte das meine war. Ich möchte alt werden, aber ich möchte nicht alt sein. Aber gegen das Altern kann man nun mal nichts machen. Am liebsten würde ich einfach immer nur Golf spielen, für den Rest meines Lebens. Der schottische Nationalsport und Connery dabei ganz bei sich. Schauspiellegende und Arbeiterkind mit dem Herz am rechten Fleck. Charmant, lässig, unvergesslich. Machen Sie's gut, Mr. Connery. We make a little history, baby.